Hallo, Servus, schön, dass du wieder zugeschaltet bist hier auf Roland Media am Männerkanal Wild at Heart, Real Authentic Uncut. Ich bin der Roland und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir wieder den Flo Böck dabei, der sich zuschaltet aus Australien zum Thema Bring mehr Sex in deine Stimme. Und spannendes Thema, weil manche Leute kämpfen wirklich mit ihrer Stimme, dass sie wirklich gut rüberkommen. Und es geht nichts über eine angenehme Stimme. Man hört Menschen einfach gerne zu, in angenehmen Stimmen zu haben. Ja, und mehr Sex hineinzubringen ist immer gut, attraktiv wie Date. Auch vielleicht bei der Partnerwahl. Ja, in der Zwischenzeit, wenn noch nicht gemacht, so bitte Kanal abonnieren, das hilft der Männerarbeit ungemein. Meine Idee ist ja ganz einfach mit Roland Media und meinem Team, dass wir einfach die Männer zusammenbringen, die auf der Suche sind, die sich verändern. Bessern wollen im Sinne von, ja, sich wieder als Mann spüren wollen, einfach wieder Mann sein wollen, in ihre Männlichkeit kommen wollen. Auf der anderen Seite gibt es tolle Männer wie hier in diesen Gesprächen, die tolle Männerarbeit leisten. Also, wenn das Video dann gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren auf jeden Fall. Ich freue mich über Kommentare, schreibe auch gerne zurück. Und wir starten gleich mit dem Flo Böck. Hey, wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise wunderschönen guten Nachmittag nach Down Under. Servus, lieber Flo, grüß dich. Oh, Roland, wir müssen nochmal loslegen, weil kannst du denn anfangen? Hi, guten Morgen, beziehungsweise schönen guten Abend nach Down Under. Servus, lieber Flo, schön, dass es wieder klappt. Ich freue mich. Grüß dich. Hi, Roland. Ja, ich freue mich auch voll. Immer wieder schön mit dir so die unterschiedlichen Tageszeiten zu verbringen. Und ja, im Hintergrund geht die Sonne heute unter. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben so 10 Stunden Zeitunterschied. Bei mir ist jetzt 9 Uhr knapp morgens und bei dir, glaube ich, 19 Uhr oder so. Genau, ja. Alles klar. Und heute ein heißer Tag. Ich habe mir jetzt ausnahmsweise hier mal ein T-Shirt angezogen, weil es waren heute an die 40 Grad. Wow. Ah, das ist cool. Ich meine, ich bin in Sizilien, bin auch kurzärmlich, aber das sind es nur 18. Also, aber auch okay. Okay. Lieber Flo, wir haben uns ja spontan für ein Thema entschieden. Du hast gerade an einem Stimmenkongress teilgenommen online. Ganz spannend, was du mir erzählt hast. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen ein spannendes Thema. Bring Sex in deine Stimme. Ich finde das total toll, weil ich glaube, Stimme ist ganz wichtig. Also ich reagiere zumindest auf Stimme. Also eher bei Frauen, muss ich sagen. Ich finde manchmal Frauen so von der Erscheinung total sexy. Und wenn dann den Mund aufmacht, dann uiuiuiui. Geht gar nicht die Stimme. Geht gar nicht die Stimme. Aber es ist bei Männern eigentlich umgekehrt genauso, auch für Männer. Also ich denke, eine kraftvolle Stimme, eine Präsenz zu haben, ist schon wichtig, oder? Ja, also danke erstmal für deine Spontanität, dass ich hier einfach mit einem 5 Minuten vor Podcast-Beginn mit einem neuen Thema reingrätschen kann, weil ich merke gerade, das ist so heiß, so lebendig, dieses Thema der Stimme. Und ja, du sagst es schon ganz richtig. Also wenn wir uns mal auf das Lauschen fokussieren und wirklich hören, was hören wir in der Stimme des Gegenübers? Dann hören wir da schon ganz viel. Ist der gestresst? Ist der nervös? Ist der in sich ruhend? Was sind da für Qualitäten? Da passiert ganz viel an nonverbaler Kommunikation. Und deshalb ist es für mich auch so ein spannendes Thema, was ich immer in die Männerarbeit mit einfließen lasse. Einmal, weil es meine eigene Leidenschaft ist. Also ich bin Jodellehrer und auch Stimmlehrer und mach alles in Sachen Verkörperung, also wie wir die Stimme in den Körper bringen können. Und das ist ein ganz entscheidender Baustein meiner Arbeit. Ich habe festgestellt, es ist so was Simples, so was Triviales schon fast, weil natürlich fast alle Menschen haben eine Stimme, haben dieses Geschenk. Aber wenn wir da Bewusstsein drauf lenken und eben auch ein paar kleine Tools, kleine Kniffe machen, dann können wir über unsere eigene Stimme uns auch ja wie hinein entspannen in Situationen, die wie zum Beispiel ein erstes Date ja schon manchmal Nervosität, Knistern, Anspannung oder sowas haben. Und ich mag gleich mal loslegen, weil so eine Podcast-Situation ist für mich auch immer ja gleich mit so ein bisschen Nervosität, schwitzige Hände verbunden. Was kommt da heute? Werde ich die richtigen Worte finden und wohin geht das Gespräch? Ist ja immer so ein bisschen wie ein Date in ein Unbekanntes. Und was ich da immer liebe, und diesen Tipp, den mag ich gleich mal mit dir teilen, ist, wenn wir tief über die Nase einatmen und mit einem Seufzer
ausatmen und wirklich da Stimme mit reingeben, um so, ja, die Stimme auch zu nutzen, um etwaige Anspannung auszudrücken und unser Nervensystem zu beruhigen. Um nichts anderes geht es bei mir letztendlich in der Stimmarbeit. Das wäre meine Frage gewesen, wie, inwieweit, und ich merke das ja selber, wichtig ist einfach die Atmung ganz einfach. Ja, viele atmen sehr flach, dadurch kommen sie auch viel nervöser rüber, als sie sind. Man, sie sind natürlich nervös, aber durch die Atmung, ich sage mal, verrät man sich ja auch, dass man nervös ist, aber irgendwo eben vorher runterkommen, in sich ruhen, ruhig, wie du sagst, ruhig in den Atem zu kommen, sich einfach mal runterzuholen, bevor man startet. Absolut. Und ich glaube auch, viele Menschen, die quatschen zu schnell los, also egal, ob man Speaker ist oder wo eingeladen ist oder bevor man die Stimme hebt, glaube ich, sollte man mal durchatmen und dann starten. Ja. Das war gerade Probe aufs Exempel. Ich wollte gerade reingrätschen, weil ich was hatte und habe gemerkt, diese Qualität vom Zuhören und auch ja, dem anderen Raum geben, dem anderen Raum schenken. Das ist mal so das eine. Aber dann tatsächlich auch, was transportiere ich mit meiner Stimme? Wie klingt meine Stimme? Und damit im Wort Stimme, ich weiß, du bist ja auch so wie ich ein Liebhaber von der Bedeutung, die so in den Worten steckt und in der Stimmung, also in dem, wie ich mich fühle, steckt ja auch wieder unser schönes Wort, die Stimme mit drin. Das heißt, wir können die Stimme aktiv nutzen, um unsere Stimmung ja zu regulieren, auszudrücken, in Kontakt zu bringen. Und für mich geht es darum, eigentlich letztendlich so diesen authentischen Ausdruck zu jeder Zeit wieder einzuladen. Und das beste Beispiel, wie das in Perfektion von der Natur, von der Schöpfung aussieht, sind für mich neugeborene Babys. Ne, die haben noch überhaupt keine Masken, die haben noch keine Facetten der Anpassung und oh Gott, hier ist es jetzt unangebracht zu weinen, wenn bei dem Baby irgendwas gerade los ist, wenn irgendwas nicht passt, ja, dann schreit es, dann ist es das gute Recht, das auszudrücken und so laut, bis das Problem behoben ist. Und meine Beobachtung auch als Körpertherapeut ist, wenn wir das als erwachsene Menschen quasi wie unterdrücken und domestizieren und unsere Stimme eben nicht mehr freilassen. Und natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, in meiner Zeit, als ich in München U-Bahn gefahren bin, wollte ich auch nicht als der Psychopath rüberkommen. Und da ist vielleicht nicht jedes Mal der passende Moment, um laut loszuseufzen oder zu schluchzen oder sonst was. Aber meine Einladung ist, ist schon solche Räume ganz bewusst mir wieder zu kreieren, wo einfach alles da sein darf und wo ich alles ausdrücken darf. Weil meine Beobachtung als Körpertherapeut ist häufig auch bei Männern, dass da ganz viel unterdrückte Emotionen sich wie so Schichten auf unsere Stimme legen und dann kommen die mit Problemen zu mir wie ja, sexuelle Probleme. Die Frau findet mich nicht mehr anziehend, ist die Polarität ist flöten gegangen, etc. Und was ich dann immer ganz gern mache, ist gar nicht in dieses Drama und in dieses Thema so sehr einzusteigen, sondern Stimmarbeit zu machen. Und plötzlich, ja, kommen wir an Stellen, ah, da kratzt, da kommt vielleicht sogar ein Husten. Und dann merke ich, ah, da steckt eigentlich Wut dahinter. Dieser Mann, dem tät's mal richtig gut, wenn wir aus voller Kehle einen Urschrei loslassen. Oder dann auch, was ich denke, inklusive mir bei jedem Mann der Fall ist, unterdrückte Trauer, ne? Als Mann zu weinen in der Öffentlichkeit, das ist was ja in der Generation von meinen Vätern und Großvätern absolut tabu war. Kriegsgenerationen, da wurde das ja alles wie runtergeschluckt und ich kann mich erinnern, mein Papa, der hat ausnahmsweise dann geweint, der war Feuerwehrmann aktiver, wenn es halt wirklich Verkehrsunfälle waren, wo ein junger Bekannter tot geborgen werden musste. Dann habe ich an einer Hand abzählen können, wenn mein Papa am Küchentisch saß und wirklich geweint hat.
spannende Beobachtung aus heutiger Perspektive. Er hat zwar geweint, es sind Tränen geflossen, aber er hat das in Stille meistens gemacht. Also es war eher so ein stilles Schluchzen. Und diesen Spiegel, den habe ich einfach, weil eben Stimme meine große Leidenschaft ist, habe ich von meinen Stimmlehrern dann auch mal so bekommen: Hey Flo, versuch doch mal beim Weinen, wenn eben irgendwas mich in der Tiefe wirklich berührt und wenn irgendein Thema hochkommt, spielt gar keine Rolle, was. Wenn ich geweint habe, war ich wie mein Papa ohne Stimme. Also am Schluchzen, der Kloß im Hals wurde immer enger, enger, enger und es tat schon richtig weh. Die Tränen sind geflossen. Das ist dann wie, wenn sich eben die Emotion so ein Nadelöhr durch die Tränendrüsen sucht. Aber was ich festgestellt habe, wenn ich da es dann sogar noch schaffe, Stimme mit reinzunehmen, dann ja, befreien sich diese ganzen Schichten, von denen ich vorher gesprochen habe. Und das waren so meine Meilensteine hin zu, oh, ich mag meine Stimme heute, wie sie klingt. Ich kann mit gutem Recht sagen, dass ich so viel Scham hatte, wie meine eigene Stimme klingt. Und ja, heute geben meine Partnerin und ich Konzerte und ich scheiß eigentlich drauf, ob da jetzt Freunde und enge Verwandte im Publikum sitzen, die mich gut kennen und was denken die, wie klingt es jetzt etc. Ich habe da einfach viel mehr Sicherheit in meiner Stimme gefunden und das will ich weitergeben, weil das ist für mich wie so ein Game Changer im Hinblick auf, wie stehe ich im Leben, wie präsent bin ich da? Traue ich mich da wirklich aus mir rauszugehen, meine Wahrheit auszusprechen? Oder halte ich dann doch zurück und schluck halt runter? Und ich kann das voll gut verstehen, weil so ist es halt mal in unserer Welt, dass wir häufig ja uns in Situationen wieder treffen. Bei mir waren es zum Beispiel früher Geschäftsmeetings, wo ich immer gedacht habe, das passt mir eigentlich gar nicht oder da bin ich komplett anderer Meinung, aber ich bin der Rangniedrigste am Tisch. Also schweigen, zuhören. Du hast nicht das Recht, da jetzt deine Meinung zu sagen. Und das sind so Momente des Alltags, ja, wo ich einfach Räume kreieren will, wo wir ja jenseits auch von all dem Ernst, der da draußen im Leben ist, wo wir das einfach mal alles wieder frei rauslassen können. Und das ändert für mich ganz, ganz vieles und ist so kraftvoll und kostenfrei zugleich. Absolut. Absolut. Ich finde das total spannend werden und auch berührt mich auch sehr, was du sagst, weil wir sind ja irgendwie von der Stimme zur Stimmung, zu Emotionen gekommen und da sind bei mir so zwei so Dinge aufgekommen. Das eine ist, also ich hab Jahre, Jahrzehnte auch immer runtergedrückt, nichts gesagt, runtergedrückt, ja, nichts gesagt und hat dann irgendwann realisiert, dass ich einfach nicht schreien kann. Also wenn man irgendwo, wenn ich so in Event war, keine Ahnung, ein Retreat und jetzt schreien wir einfach in den Wald hinein und so. Da kam bei mir gar nichts, bis ich irgendwann verstanden habe, das hängt damit zusammen, nicht, dass ich es nicht kann im Sinne, sondern dass ich habe einfach keinen Zugang zu meinen Emotionen. Und deswegen geht es nicht. Also für mich war dann sehr schnell klar, dass nicht schreien können, dass nicht laut sein können, dass nicht Stimme wirklich erheben können. Ich spreche zwar gerne, ja, ich stand immer auf Bühnen, vor tausenden von Menschen war ein Sprecher, aber halt, ja. In meiner Seniorität halt, ja. Aber das raus, das war, und ich habe das ja schon, uiuiui, das hat was mit meinen Emotionen zu tun, also mit meinen unterdrückten bzw. nicht wahrgenommen und dadurch auch nicht ausgedrückten Emotionen. Darum, wie du sagst, das ging bis hierher und dann ist gesteckt. Oder auch, wenn ich irgendwo ich konnte ja jahrelang überhaupt nicht weinen, sondern eigentlich nur, wenn ich einen Film gesehen habe, weil da hat es mich nicht selber berührt, konnte ich so mit, so, ja, mich hat es gerissen, ja. Also ich habe mich bewegt, ja, mich hat es gebeutelt, geschüttelt, aber. Und vielleicht kam auch nochmal eine Träne, aber da kam nichts raus. Und erst durch die ganze Arbeit mit den Emotionen, mit meinen Emotionen, ging es dann besser. Das war der eine Punkt. Und da möchte ich noch ein bisschen, dass man noch ein bisschen draufbleibt. Und das Zweite, was mir hochgekommen ist, bevor ich es nämlich vergesse, wird auch schnell da, ist das Thema, warum haben so viele Menschen Probleme, ihre eigene Stimme zu hören? Ich kann mich erinnern, früher, als es noch diese Anrufbeantworter gab und so, man konnte sich oft selber nicht hören. Woran liegt das? Ja, lass uns mit der Frage loslegen, weil das war bei mir genauso. Ne? Ich habe immer schon liebend
gern gesungen, in Chören etc. Und wenn dann der Chorleiter gesagt hat, oder Chorleiterin, hey Flo, deine Stimme ist so schön, magst du nicht das Solo singen? Boom, feuerroter Kopf, Scham und oh Gott, der ganze Chor schaut auf mich und da ist in Reihe 2 dieses Mädel, was ich spannend finde. Und jetzt soll ich da vortreten und Solo singen? Nein, bloß nicht. Und das war natürlich furchtbar peinlich. Und in solchen Situationen habe ich das halt, ja, da wäre ich am liebsten geflüchtet oder im Erdboden versunken. Und ich habe festgestellt, dass, weil ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem irischen Sänger und der hat eine Stimme, die ist wunderschön. Und der hat ein irisches altes Volkslied gesungen und wir waren da bei einem Männerkreis irgendwo im Busch und alle Männer hatten Gänsehaut und es waren auch ein paar Iren anwesend, die hatten Tränen, weil das sie in der Tiefe ergriffen hat. Und danach habe ich mit ihm halt über die Stimme gesprochen und auch, was für eine wunderschöne Stimme er hat. Und er hat gesagt, Flo, danke und ja, das sagen mir so viele, aber ich finde sie nicht schön. Ich finde sie einfach nicht schön. Das klingt nicht wie meine Stimme. Und dann dachte ich mir, das, also schönes Understatement. Der ist ein Profisänger und das kann doch nicht sein. Und er hat es mir aber glaubhaft versichert. Er war als Kind im Knabenchor bei irgendeinem Dom in Belfast bis zum Stimmbruch war er immer Solostimme und trainiert und alles. Aber als der Stimmbruch bei ihm eingesetzt hat, hat er zwar noch die perfekte Technik und seine Stimme hat sich halt weiterentwickelt, ist tiefer geworden, aber er konnte sich damit bis heute nicht identifizieren. Und das war so ein Aha-Moment für mich, was mir meinen eigenen Weg und meine eigene Scham mit der Stimme bewusst gemacht hat, weil ich weiß es nur noch so in der Schule war das halt dann so, ja, plötzlich kommen da so krächzige Töne raus und dann geht es über ein paar Wochen. Und man traut sich kaum mehr, sich zu melden und was laut auszusprechen, weil die ganze Klasse lacht. Aber ja, plötzlich hat man dann so eine tiefe Männerstimme und da fehlt dann wie so die Identität. Also da gab es ja keinen, der mich da an die Hand genommen hat und das Ganze mal irgendwie aufgearbeitet hat. Und bei mir gab es tatsächlich dann im Erwachsenenalter so einen weiteren Game Changer, als mir diese ganze Scham meiner eigenen Stimme um die Ohren geflogen ist, nämlich als ich meine Partnerin, die Amelie, kennengelernt habe, zu einem Zeitpunkt, wo ich wieder es geliebt habe, mit Gruppen zu singen, ums Lagerfeuer herum, aber bloß kein Solo. Also Solo? Nee, ich nicht. Und das Leben hat sich natürlich den Spaß erlaubt, mir eine Sängerin und Songwriterin zur Seite zu geben, die eine wunderschöne Stimme hat und in ihre Stimme habe ich mich auch verliebt. Und dann wollte die natürlich, als sie mich zu den ersten Dates zu sich nach Hause eingeladen hat, neben Liebe machen auch mit mir singen. Und Liebe machen ging, aber singen hat wirklich ein Jahr lang bei uns gebraucht. Ich habe keinen Ton rausgebracht. Ich war also zu, komplett zu. Und erst da habe ich gemerkt, oh Scheiße, ich bin immer noch nicht durch. Es ist immer noch so viel. Wie du sagst, unausgedrückte Emotionen auf meiner Stimme. Und mein Game Changer war tatsächlich dann erst das Jodeln. Also wir haben so viel ausprobiert. Ich habe so viele Stimmcoaches gesehen und auch Traumatherapie mit Stimmenarbeit verknüpft. Und dann dachte ich immer, ja, was habe ich denn für Traumen? Okay, irgendwas wird schon da sein, weil es kommt einfach kein Ton raus. Und bis heute habe ich es in der Tiefe nicht ganz verstanden, weshalb so viel Scham auf meiner Stimme lag. Vielleicht hängt es mit dem Stimmbruch zusammen, vielleicht ist es aber auch noch was ganz anderes, sich nicht zu trauen, sich auszudrücken. Aber das Jodeln hat mich da wie befreit, weil plötzlich stand ich am Berg und so in mich hinein jodeln war nicht mehr. Und ich habe auch nicht für wen anders gejodelt, sondern es einfach ja, nach draußen ins Tal, in die Weite gerufen. Und das war bei mir so wie der, als diese Schreie raus durften, als diese Urkraft des Jodelns, die da drin steckt, als das raus durfte, sind bei mir die Tränen geflossen. Und da gab es dann so Momente, wo ich unsere ersten aufgenommenen Jodler angehört habe und mir dachte, ja, das klingt gut. Okay. Ja, den
die Stimme von dem finde ich gar nicht schlecht. Und plötzlich hat sich meine Stimme wie zu Hause in meinem Körper angefühlt. Ja. Ich finde es total spannend, dass du mit der Stimme auch erlebst. Ich habe nämlich auch in einem Stiftschor gesungen, ich kann mich erinnern, mit viel, viel Freude. Wir sind aufs Tournee gegangen und dann seit dem Stimmbruch war es vorbei. Aber ich habe nie die Verbindung hergestellt, dass es daran lag. Echt spannend, echt spannend. Also ich glaube echt, das ist natürlich auch eine spannende Phase, die Pubertät und die Sexualität, die reinkommt. Aber dann tatsächlich, und das haben ja wir Männer, ich glaube, bei Mädels gibt es schon auch eine Veränderung in der Stimme, wenn die Hormone einsetzen. Aber bei uns Männern ist es ja einfach Testosteron und boom, plötzlich ist man da ein Mann, obwohl man noch in so einem kleinen jungen Körper ist. Und ja, das ist, denke ich, definitiv eine Stellschraube, wenn man da mal dem, und das muss gar nicht so viel Raum sein, aber wenn man da mal ganz bewusst hinschaut, dann kann man da, denke ich, an seiner eigenen Stimme und was man, wie man rüberkommt, wie man sich selber ausdrückt, viel verändern. Und das ist was sehr, sehr Kraftvolles. Das ist total Und ich spannend. mag nochmal auf den zweiten Teil deiner Frage mit den Emotionen zurückkommen. ich gehe wieder zu den Babys. Wenn du dir den Babykörper anschaust, ne, dann sind die ja beweglich und weich und knuddelig. Und wenn du einen Erwachsenenkörper dagegen stellst, dann, also auch mein Körper ist davon nicht frei, dann sind da schon fast wie chronische Anspannungen und Verspannungen. Und meine Erfahrung ist es, wenn immer ich mir Raum und Zeit gebe, alles auszudrücken, in den Wald zu gehen, zu weinen, zu schluchzen, zu schreien, wenn ich irgendwo die Wut runtergeschluckt habe, etc. Wenn ich danach mich im Spiegel anschaue, dann merke ich, hoppla, die Schultern hängen viel, viel weiter unten. Der Trapezius macht wieder auf, der Nacken entspannt sich, meine ganze Haltung, mein ganzer Körper steht anders da, weil endlich ja mein Körperlein einen Raum bekommen hat, das auszudrücken, eben wie die Babys. Und dann muss das nicht mehr halten. Also diese Verbindung, Mind-Body-Connection über die Stimme ist für mich so ein deutlicher Spiegel, den ich am eigenen Leib immer so stark spüre. Und da mag ich wirklich einladen, weil das kostet einfach nichts. Wenn wir wissen, wie das geht, dann können wir das überall mit hinnehmen. Und ich rückblickend würde ich sagen, da hätte ich mir einige Therapiesitzungen sparen können, wenn ich das gewusst hätte, dass es eigentlich so einfach sein kann. Drück aus, was für eine Laus dir da über die Leber gelaufen ist. Drück deine Wut aus und mach's am besten halt ja mit einem Raum aus, wo du niemanden anderen verletzt. Weil natürlich kann auch das passieren, dass wir mit unserer Stimme andere so richtig puh, attackieren und Aggression ausdrücken. Und das wollen wir ja natürlich auch nicht. Also es ist auch gut, dass wir manche Filter und Mechanismen in gewissen Situationen haben. Aber es will raus. Früher oder später will es heraus. Das Thema ist ja, bring mir Sex in die Stimme. Da kommt mir ein Thema hoch. Stimme beim Sex. Manche sind sehr laut, manche sind sehr leise, zurückhaltend. Siehst du auch da den Konnex zwischen Zugang zu Emotionen während dem Sex? Wenn jemand sehr laut ist, dass du sagst, okay, er oder sie hat einen besseren Zugang. Und wenn man sehr zurückhaltend ist, dass eher mehr Scham dabei oder Schuldgefühl oder was immer? Es kommt darauf an, also das müsste ich tatsächlich hören. Dabei sein. Es müsste authentisch einfach sein, weißt du, wenn das jetzt, ich sag mal, ja, ein gespieltes, pornöses, oh, hier oben Ja. stattfindendes Stöhnen ist, dann ja, dann ist es auch nett und schön. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass es authentisch ist. Und authentisch und natürlich ist es dann, wenn immer ja unsere Gefallen wollen Filter oder unsere angepassten Filter, die halt
aus dem Gehirn wir drüberlegen über unsere Stimme, wenn die weg sind. Und Text in deine Stimme können wir dann hören, zum Beispiel, wenn wir erwachsenen Menschlein Fieberträume haben. Also weißt du, wenn du in so einem Halbwachzustand bist und die Krankheit dich aber so ins Bett fesselt und du wirklich keine Kraft hast, aber wo so Stöhner, Seufzer oder so leichte, ja, wie so Summtöne aus dir herauskommen, dann ist es für mich so ein authentischer, natürlicher Stimmausdruck. Und den können wir als Brücke, um das wieder zu integrieren, über Seufzen wieder verlernen, wenn man so will. Also für mich ist das Seufzen so kraftvoll, um einfach meine Stimme zu geben beim Ausatmen und ohne sie zu kontrollieren. Also dann erlaube ich quasi diesem Stimmorgan, diesem magischen, ja, 20 Zentimeter, die das sind, sein Werk zu verrichten und diese Luft in Vibration und Klang zu verwandeln. Und ich glaube, das ist sowas, wenn das ein Mann beherrscht, dann ist es tief anziehend für jede Frau, öffnend, wenn da tiefe Basstöne mitschwingen, wenn da Sexappeal mitschwingt und mitklingt, jenseits von Worten. Und dann kann das ein sanftes Brummen sein, dann kann das ein sanftes, genussvolles Stöhnen sein. Und ich denke, das kann man einfach nicht spielen oder einstudieren wie ein Schauspieler, sondern das muss einfach losgelassen werden, freigelassen werden. Und wenn wir das schaffen, in so intime Momente wie sexuellen Kontakt mit einer Frau oder mit einem Mann spielt gar keine Rolle, hineinzubringen, dann ist es, glaube ich, ja mit die höchste Challenge, das in so einem Moment zu tun, weil da sind wir natürlich ganz schön verletzlich, wenn wir das tun. Und ich experimentiere damit. Okay. Sag für unsere zuhörenden Männer, gibt es sowas wie eine männliche und eine unmännliche Stimme? Ja, Okay, das ist mal klar. Eine kleine Antwort. ist eine super Frage. Ich habe vor kurzem da mal mit einem Transgender-Mann, ehemaligen Mann, der auf dem Weg zur Frau ist oder die mittlerweile auf dem Weg zur Frau ist, dieses Thema angeschaut und auch Stimmübungen gemacht. Und diese Frau hat zu mir gesagt, es ist furchtbar, dass sie immer noch diese männliche, tiefe Stimme hat. Und also das heißt, da gibt es natürlich auch von den Hormonen was Vorgegebenes, was wir automatisch dann dem Männlichen zuordnen. Also wenn es so eine tiefe, bassige Stimme ist, ich mache mal den Originalton an, dass wirklich auch alle Frequenzen rüberkommen. Und wenn ich jetzt aber so sprechen würde, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, der Flo mit seiner Männlichkeit als Männercoach, das kaufe ich ihm nicht so ganz ab, weil also jemand, der so eine enge, verklemmte Stimme hat, wie will der mir glaubhaft versichern, dass er gut im Kontakt ist mit seinen Emotionen? Wohingegen, es könnte natürlich sein, dass meine Stimme mal so ganz piepsig war, so ganz hoch und dass dann dieses schon meine neue beste Version ist, aber irgendwann, wenn wir da hinkommen, dann sackt die Stimme immer tiefer in den Körper und wird einfach von Natur aus, ja, wie so einen warmen Kern entwickeln. Und ich glaube auch, dass es das ist, was uns selber, ja, wie so den Rücken stärken kann, wenn wir uns bewusst sind, ah, wir haben jetzt so eine Stimme, das kann unsere Stimmung total verändern und es wird auch dafür sorgen, dass ja die Frauen ganz anders darauf agieren, wenn da eben so eine tiefe, durchdringende Stimme aus der Ruhe angebunden den Raum betritt, dann hat es einfach eine Präsenz und ein Statement jenseits von Worten. War ein schönes Beispiel. Und ich merke das auch, wenn ich
Ich habe früher in einer Studienzeit so Flirt-Coachings gemacht. Also im Einzelcoaching, ja, bin mit Männern rausgegangen in ein lokales Studentenlokal und habe denen beigebracht, wie man Frauen kennenlernt, weil für mich ging das sehr einfach und habe da gutes Geld verdient. Und ich habe das oft gemerkt, und was auch so ein Thema war bei den Männern, war, wenn die dann mit der Frau in Kontakt kamen und gesprochen haben, manche haben wirklich um ihr Leben geredet. Die haben geredet, 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 immer schneller, immer schneller, immer schneller und haben sich dann gewundert, dass die Frau sich wegdreht, sagt, ja, du bist nicht geerdet, du stellst für die Frau keine Sicherheit dar, du rennst um dein Leben. Und wer möchte schon mitlaufen mit dir? Verständlich ja auch. Also ich will da den Druck an der Stelle rausnehmen, weil es geht da nicht um, wer hat die tiefste Stimme und wow, der ist der tollste, sexiest man alive, weil der jetzt so toll frei ist. Nee, es geht einfach darum, dass du deinen Weg hin zu deiner eigenen Stimme, zu deinem eigenen Geschenk spürst. Und ich glaube, der erste Schritt ist schon der entscheidende, wenn wir überhaupt den Fokus und das Bewusstsein darauf haben, wie klingt meine Stimme. Und da immer wieder mal auch im Alltag innehalten und mal so schauen, überlegen, okay, jetzt ist sie gerade angespannt und hoch. Ah, Moment mal, wie fühle ich mich denn? Oh ja, stimmt, ich bin nervös. Oh ja, der Brustkorb ist eng. So, und in dem Moment, wo wir diese Körperreise binnen Sekunden durchführen, kann sich da schon was entspannen. Der Körper merkt, ah, er hat es kapiert. Ah, okay, wir atmen einmal tief ein. Ah, die Stimme kann sich entspannen. Und dann entspannen sich meistens aus meiner Erfahrung auch Konfliktsituationen oder wahrhaftige Gründe, weshalb die Stimme anzeigt, Gefahr im Verzug oder ich muss mich beschützen, ich muss zumachen oder ich muss in Attacke gehen, hinzu, da bringt jemand Ruhe rein, da ist jemand geerdet, wie du sagst. Und das ist so, jenseits von Worten, ein super kraftvolles Mittel, was wir, wenn wir es bewusst haben und einsetzen, dann würde man sagen, dieser Mann, der hat Charisma oder der hat irgendwie Charme, der schafft's, die Menschen in seinen Bann zu ziehen. Und da gibt es natürlich super Beispiele in auch der Wirtschaftswelt, wo Top-CEOs das einstudieren und Stimmcoaches haben, die sie genau dahin bewegen, um das dann auch ja, als Machtmittel oder Manipulationsmittel zu benutzen. Darum geht es mir in keinster Weise. Im Gegenteil, mir geht es darum, dass dieses Recht eigentlich jedem Mensch, der eine Stimme hat, der dieses Geschenk hat, zusteht und dass du da deinen Weg findest, um ja darüber auch so deine eigene Stimmung, deine eigene Lebensfreude im Alltag zu kultivieren und das dann auch auszustrahlen. Absolut. Ja. Und der schöne Side-Effekt ist ja auch, wenn man ja an seinen Emotionen arbeitet mit der Stimme, wenn man geerdet ist, wenn man in seiner Kraft ist, ist man in seiner Präsenz. Und wenn man präsent ist, dann kann man auch besser zuhören, weil es ja auch gut und wichtig in der Kommunikation nicht nur eine schöne Stimme, sondern auch ein guter Zuhörer zu sein. Und ja, und dann gibt eines das andere und dann hat man ein schönes Gespräch mit einer Frau zum Beispiel oder mit einem Mann, wie auch immer, und dann öffnet man sein Herz, dann spricht man sein Inneres, dann ist es authentisch, so entsteht Intimität Ja. und den Rest überlasse ich dann der Fantasie. Genau, und so entsteht Vertrauen. Und ich habe wie immer Lust, und wenn du auch Lust hast, dann noch ein, zwei praktische Sachen Gerne, vielleicht zum absolut. Abschluss der heutigen Folge zu machen. Wie kann das denn jetzt konkret ausschauen? Ich merke Anspannung, wow, Date, vielleicht 5 Minuten vor dem Date. Okay, ich gehe noch mal auf Toilette. Sie ist noch nicht da. Ich habe noch 5 Minuten. Schaue mich im Spiegel an. Okay, nimm einen tiefen Atemzug und dann nimm deine Hände vor dem Brustkorb zusammen. Du darfst mal mitmachen, Roland. Und dann machen wir wie so eine Rüttelbewegung und lassen den Unterkiefer dabei locker und machen. Genau.
Das mal nachmachen, ganz lockerer Unterkiefer und einfach auf A. A. So als eine Möglichkeit. Der Seufzer, den hatten wir schon. Und die dritte Sache, die habe ich tatsächlich in einer indischen Drupad-Schule, also für klassischen indischen Gesang, gelernt. Und die will ich auch noch mit dir mitgeben. Wenn du jetzt als Mann sagst, ja, ist ja schön und gut, und der Flo und der Roland, die haben Bassstimmen, aber das habe ich nicht. Pustekuchen, ich dachte immer, ich bin Bariton oder vielleicht sogar Tenor, haben mir die Chorleiter immer gesagt, auch im Erwachsenenalter. Und was wir machen können, ist morgens vor Sonnenaufgang machen das die Inder eben klassisch. Um 4:30 Uhr stellen die sich den Wecker und machen eine Karaj-Praxis, so nennen die das. Und Karaj-Praxis ist nichts anderes als einfach sich einen Drone anzumachen auf dem Harmonium, irgendeinen Ton und dann die Tonleiter langsam nach unten zu klettern. Und wenn die Stimme quasi an ihrem tiefsten Ton angelangt ist, dann sogar noch tiefer ins sogenannte Schnarrregister zu gehen und da wirklich so krächzige, tiefe Töne rauszulassen. Und ich habe das dann mal für diesen einen Monat in Indien gemacht und habe auch gemessen, wie tief komme ich denn? Und ich bin drei ganze Töne tiefer gekommen. Also bis zu einem tiefen F damals. Seitdem habe ich es nie mehr überprüft. Sollte ich mal wieder machen. Und es kann dann einfach so ausschauen. Also du machst dir irgendeinen beruhigenden Grundton an. So ein und dann gehst du einfach morgens, bevor du das erste Wort sprichst, raus mit diesem Ton und gehst nach unten. Und es kann ein Summton sein. Dieser Ton ist jetzt schon sehr tief für mich. Da bleibe ich da mal. Aber dann schaue ich, ob es noch etwas tiefer geht. Oh ja, es geht noch tiefer. Das ist jetzt aber schon das Tiefste. Da hörst du an meiner Stimme, da geht kaum noch was. Ja, das ist jetzt gerade so meine tiefste Stufe. Und das ist quasi wie so ein Workout für die Stimmbänder, für die Stimmlippen. Kostet nichts. Ein, zwei Minuten jeden Tag, macht es mal und du wirst sehen, da tut sich gewaltig was, auch an diesen tiefen, bassigen Tönen, die in jeder Stimme sind. Und das Spannende ist dann, dass man auch viel höher singen kann, weil der Muskel ist dann wie trainiert und der Muskel, der keiner ist, sondern sind Stimmbänder, kann dann eben auch in der Höhe viel stärker schwingen, weil eben die Tiefe des Grounding gegeben ist. Und ja, das ist vielleicht ein Impuls. Probier es morgen früh mal aus als Morgenpraxis. Mach das mal 2, 3 Minuten. Vielleicht können wir sogar unter dem Video so einen Drone, heißen die, so einen Harmonium-Grundton machen, weil das fällt einem leichter, wenn man das so als Referenz einen gleichbleibenden Ton hat. Dann ist einfach noch mehr Klangspektrum und dann fällt es mir immer leichter, diese Praxis zu machen, dann ist es wie eine kleine Stimmenmeditation am Morgen. Wir haben unten in der Videobeschreibung einen Link dazu geben für so einen Ton. Ja, Finde ich genau. super Übung. Und wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, morgens, bevor man den ersten Ton gesprochen hat, soll man es machen. Und 4:30 Uhr, oh, ist eine Challenge für den einen oder anderen, aber. Muss nicht 4:30 Uhr sein, aber genau das Wichtige ist, noch bevor du den ersten Ton gesprochen hast, weil es ist, die Stimme ist wirklich. Je häufiger wir sie dann benutzen und wenn ich schon ja als erstes am Morgen ein Meeting habe und dann eine Stunde zum Beispiel einen Vortrag gehalten habe, dann werde ich nicht mehr so tief in diese entspannte Stimme kommen. Wohingegen nach 8 Stunden Schlaf ist hier halt alles schön locker, frei, schwingend und da kann man so richtig schön runter in die Tiefe gehen. Und das ist für mich Bring Sex into Voice. Also ich habe das damals in Indien dann auch als kleines Workshop-Format für Männer und auch Frauen angeboten und habe erstaunliche Ergebnisse bei den Teilnehmern erkannt, die nach ein, zwei Wochen
ganz andere Sprechstimmen hatten. Und ja, für mich ist es so mit das Einfachste und kostenlos einfach. Kann man morgen damit loslegen, kostet nichts, aber hat, und deshalb finde ich es so genial, hat die Kraft, mein ganzes Leben zu verändern, weil ich vielleicht ja ganz anders im Leben dastehe mit meiner eigenen Stimme. Absolut. So eine männliche Stimme, wirklich mit Klang und nicht nur so in einerlei. Das ist auch das, warum viele Frauen zum Beispiel es total sexy finden, wenn jemand Italienisch spricht. Ja, die haben eine männliche Stimme, sehr melodiös, da geht es auf und ab, nicht so im Gleichton. Und das finden Frauen attraktiv und interessant. Absolut. Heißt nicht, dass man Italienisch lernen muss, geht auch mit der deutschen Sprache. Ja, und auch das Temperament und wenn Ja. es lebendig ist und mit Ja, weil Gestik die und eben in der Bewegung. Emotion sind. Ja, genau. Ja. Absolut, absolut. Lieber Flo, vielen Dank, war wieder total spannend. Auch wieder einiges dazugelernt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auf unser nächstes Meeting. Wünsche einen wunderschönen Abend in Down Under und bis bald wieder. Danke. Ciao. Danke, Ronald. Mach's gut. Ja, bring Sex in deine Stimme. Und also die gute Nachricht ist, das kann man sich antrainieren, wie man in der letzten Übung gesehen hat. Finde ich ganz, ganz spannend. Wenn dir das Video gefallen hat, freue mich auf einen Daumen hoch, auf Kanal abonnieren und natürlich auch auf deinen Kommentar. Wie geht's dir mit deiner Stimme? Bist du zufrieden damit oder nicht? Ja, und was ich noch ankündigen möchte, wie gesagt, in der Beschreibung unten dann die nächsten Workshops vom Flo. Ich glaube, der nächste kostenlose Webinar ist am 18. diesen Monats, aber ist unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Roland von Roland Media hier auf Wild at Heart am Männerkanal. Danke dir.